Und jetzt erstmal schlafen geht man. Hoffentlich. Oh, das käme jemand herein. Was sagt Jordan? Ich glaube nicht, dass diese Wegdienste ja auch doppelt sein können, oder? Hi. Die Kamera so nach unten fährt oder so klein ist. Du bist nicht mein Arzt oder meine Mutter. Okay, vielleicht mein Arzt, aber vielleicht auch meine Mutter. Okay. Ich habe vorher mal nachgecheckt, von wem ich alles habe. Ich hatte von zwei Charakteren. Beide, ja, Clan und Yonaka. Ja, und ich hatte drei andere Charaktere. Okay, ich nehme an, man kann keine doppelt bekommen, ne? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, man kann auch nur von den Leuten bekommen, mit denen man schon Support hatte. Habe ich euch schon begrüßt? Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Wir spielen Fire Emblem Engage, ne? Ich glaube, ich gesagt, aber ich sag's jetzt doch mal, ne? Und heute sind wir in Kapitel 9. Wie heißt das Kapitel? Kräfte messen. Ich sehe halt immer erst, wenn ich speichere, also sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, damit ich beim nächsten Mal immer weiß, wie das schon heißt. Aber man sieht's ja jetzt, ne? So, wir machen nur einige Tätigkeiten hier im Somniel und ich hoffe, wir sind nicht wieder neue Sachen gespawnt, jetzt wo ich mich ausgeruht habe. Ich glaube, das passiert nämlich. Nö. Dann weiß ich nicht, woanders liegt immer. Wir gehen erstmal in die Arena. Hier rein. Und dann lassen wir noch mal ein bisschen hier einige Charaktere kämpfen, ne? Das haben wir letztes Mal nicht mal gemacht, wegen Zeitdruck und so, ne? Und weil der Partner für uns zu lang war, nicht wegen Zeitdruck, aber. Wen trainieren wir denn? Ich glaube, John kann eigentlich schon so schon hochleveln, ne? Ich muss mal Charaktere hochleveln. Ja, Problem ist, ich kann ja eigentlich jeden hochleveln, einfach nur weil ich jeden hier Mikaya geben kann. Dann kann ich jeden zum Heiler machen, was bedeutet, ich kann jeden hier, Erfahrungspunkte geben, ohne ihn in den Kampf auszusetzen. So, ich gebe mal einen Charakteren, die kurz vorm Level Up sind, hier mal Dinger. Etty, kannst du das schaffen? Nein. Schaut, kann einfach niemanden erledigen. Aber er hat ein Level Up bekommen. Das ist mir wichtiger. Hey, keine Stärke oder irgendwas, cool. Aber waren gute Werte. Waren gute Werte. So, dann war hier Anna und Clan waren vom Level Up. Machen wir einfach so, ne? Einfach damit ich ein paar Werte beim nächsten Mal habe. Die können einen großen Unterschied machen. Hat so viel Resistenz. Ja. Verdammt. Oh mein Gott. Dann musstest du ein Donner aus. Der hat nur ausgerüstet gehabt. Darauf muss ich auch noch achten. Ich dachte, die kriegen automatische Klamotten. Egal, Level Up. Okay, hat er sogar ausgerüstet. Verdammt. Nächstes wollte ich Anna da reinschicken, aber sie hat einen Wurfball ausgerüstet. Mann. Gibt's doch nicht her. So. Ich muss auch kurz vom Level abkommen. Irgendjemand macht so gerade platt. Du hast gerade Clan platt gemacht. Waffendreieck. Ja, noch ein Treffer. Zack. Wenigstens enttäuscht mich Anna nicht. Oh, sehr gut. Verteidigung. So, hatte Luis jetzt die Klamotten ausgerüstet gehabt. Hat sie eine Eisenlanze? Und dann kann man das ja ein bisschen manipulieren, ne? Chloe, meine ich. Ne, sie hat ein langes Spiel. Okay, die Gegner haben also
gegebene Ausrüstung. Cool zu wissen. So, möchte ich noch mal gucken, habe ich schon die Ringe poliert? Habe ich ganz vergessen, glaube ich. Ich weiß, das bringt jetzt auch nicht so viel, aber warum nicht, ne? Okay, oh mein Gott. Hier schon schlecht gelaunt. Okay, zeigt man das hier mal. Er könnte ja Magie gebrauchen. Eigentlich alle meine Magier, ne? Aber die habe ich ja schon alle gelevelt. Dann Selene, mein Gott. Cool. Marv, wo ist er? Butchron. Okay. Mal, das ist ganz schnell, ja. Chloe, warum nicht? Wenn ihr so dreckig, weil die ganze in unserer Hand sind. So, weiß ich auch noch nicht. Wen habe ich denn überhaupt Roy gegeben? Diamant, ja. Pika Pika. Irgendwann mit glänzen, ne? Oder funkeln. Pika Pika ist dann, glaube ich, Funkel. Das weiß ich von Pikachu. Und von Pika Pika Nomi. Die Lichtfrucht von Kizaru aus One Piece. So, mein Gott. Als auch nicht aufs Screen hätte machen können. So, dann holen wir uns noch mal zu essen ab und dann sind wir fertig. Trainieren habe ich schon gemacht. Ein paar Liegestützen. Jetzt mal durch einen besseren Rekord aufstellen. Ich habe bis jetzt noch nie komplett perfekt geschafft, weil er voll schwer ist. Und da ist das der normale Schwierigkeitsgrad. Da sind noch zwei Schwierigkeitsgrade darüber. Hey. Was mir halt gefällt. So, dann. Wer kocht heute vor uns? Von dir haben wir, glaube ich, schon mal was gegessen, oder? Ich weiß nicht. So, wer will denn hier mal Support haben? Am besten die Leute, die neu sind, ne? Diamant. Diamant, Citrin, Alchrist. Ja, ne? Beiden Brüder. Das ist am Glänzen. Lamm-Eintopf. Aber Stärke und resistent nur. Das ist hier mit alles außer Magie. Magie ist schon stark genug. Ja, und ich habe ein bisschen seltene Sachen gefunden. Obst. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Einfach alles draufpacken. Wird schon schmecken. Nehmen die gleichen Klamotten an. Wurden mir mit Zutaten gemacht, die er besorgt hat. Das schmeckt sofort. Hab Dank, göttlicher. Die Zutaten habt ihr gewählt. Ich war göttlicher. Unglaublich, wie es euch nur immer klingt, alles besser zu machen. Melitosisch zusätzlich. Die verkaufe ich normalerweise immer für 50 Geld. Gold. Wird irgendwie nicht genau gesagt, was hier Gold ist oder so, ne? So, ich kann den dahin. Ich kann dahin rennen, aber ich kann auch den hier machen. Dann reden wir mal mit Alchrist. Wo? Sind wir nicht im Somnia?
Also ich am ersten Mal, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich erst gedacht, er wäre irgendwie so, keine Ahnung, wie nennt man das, bipolar. Schizophren meine ich, nicht bipolar. Schizophren. Warte, habe ich schon mal verwechselt. Der Weg ist mich wieder korrigieren. Ja, ich dachte, er wäre irgendwie zur Hälfte badass und zur Hälfte voll jämmerlich. So wie Noah aus Fire Emblem Fates. Mich hier zur einen Hälfte voll ängstlich war und dann zur anderen Hälfte voll die Psychopathin. Leo Mutter sie irgendwie, weiß ich nicht, hier Flüchen ausgesetzt hat. Okay, er ist andeutsch stark in Japanisch, ne? Stark. Ich nehme an, der Name wäre irgendwie komisch gewesen, ne? In der deutschen Version, in der deutschen Übersetzung. Lass mal ein paar Dinger hier noch abholen. Mal schon mal hier sind. Erfolge. Mal abholen. Boom. Vielleicht gibt es eine Belohnung dafür, Erfolg abzuholen. So, dann haben wir ja alles erledigt, ne? Stellen, Standard. Ich habe geangelt einmal noch, das letzte Mal. Dann können wir raus hier zur Weltkarte. Und dann gucken wir mal, wie es hier in der Story so weitergeht. Wir müssen illusianische Soldaten haben uns, glaube ich, hier invasiert, ne? Beim letzten Mal. Also nicht uns, aber hier die Leute in Brodia. Das sind eine Menge Gegner, die ich nicht bekämpfen werde. Und ja, die sind hier an den Grenzen, wenn ich mich irre, ne? Und Diamant und seine komplette Familie, die sind da hingerannt, um die aufzuhalten. Na, machen wir das mal, ne? Gucken wir mal, was hier so abgeht, ne? Hier jetzt kann ich alle Tiere aufnehmen. Weißer Hoppelhase, Rotil, Murmeltier. Gegner sind Level 10, ne? So ein Klassenwechsel könnte schon irgendwann mal nett sein, aber dauert, glaube ich, noch. Kapitel 9, ein Kräfte missen. Diamant, Morion. Sag mir nicht, dass eine grüne Einheit dich beschützen muss. Das hat nervig, was man machen kann. ああ、もしもの時に敵に奪われてはいけないからと。死んでる。ああ、いや、ich habe schon prophezeit, dass der stirbt, ne? どうか父上の思いを汲んでくれないか。わかりました。しかし相手に同じ教授があるかは分かりません。万一の時のため、私たちはすぐに火星できる場所にいましょう。けど、そばっとこんな変動。始まるようですよ。Gegen wen kämpft er überhaupt? Gegen den König von Illusia? Ich bekomme voll die Flashbacks von Radiant Dawn. Oder fast jeder andere Kampfszene in Fire Emblem. Ja, wo Ryoma gegen Dings gekämpft hat, gegen Xander, Fate. Hallöchen. Habe ich, ob der Typ nett ist. Irrsion-Gun-Niva-Sombrus-Sama-No-Gokango-Gar.
Wir haben auch einen Bro an unserer Seite, Bro dir. Nicht so ein Bro. Alter. Ja, wer das kommen sehen können. Oh, warte, ich. Wahrscheinlich jeder, der schon mal irgendwie ein Fire Emblem Spiel gespielt hat. Hey, noch mehr interessante Leute. Alles klar. Kein Ding, kein Problem, machen wir doch gerne. Wo ich nicht glaube, dass wir ihn noch retten können. Der wird so oder so tot sein, ne? Der so hat von tot. Der ist jetzt schon tot, ne? Der ist schon tot. Pff. Ich kann den seine Abschiedsrede schon hören. Oh oh. Stirb in Fire Emblem. Das heißt meistens, man kann sich nicht weit bewegen oder nicht weit sehen. Ich habe keinen Bock auf beide von den Sachen. Oder auch nur eine von den Sachen. Okay, wir müssen wieder Ivy erledigen. Okay, und das. Du bist nicht. Wer bist du? Jade. Du hast eine sehr dicke Rüstung und ein riesiges Schild. Teuer von Prinz Diamant. Eine Kriegerin, die wenig Wort macht und sie steht im Griff. Das heißt, wir wollen Diamant dabei haben, höchstwahrscheinlich. Und weitere Axtkämpferin. Wählt dazu. Verwendet die Einheit warten, ohne anzugreifen oder Items zu verwenden, erhält sie Resistenz plus 2 für 1 zu. Also ist wie du, wie der du aus Fire Emblem Three Houses, nur anstatt Verteidigung Resistenz. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für einen Ritter, aber ich ganz bestimmt nicht sie in Reichweite von Magie irgendwie platziere. Da sind schon wieder die beiden. So. Wie hast du bitte schon ein Level dazu bekommen letztens? So, wir haben wieder sie minus den Ring. Das heißt, sie hat nicht irgendwie so. Sie wechselt nicht ihre Waffe hier, wenn ich sie angreife. Zu irgendwas Besseren. Du hast einen Wodau. Ich habe auch einen Wodau jetzt. Was ist das? Geist. Oh. Geist. Ja, von wegen, die Gegner sind Level 10, die sind Level 12. Elfenflut. Angst, die nur im Nahkampf eingesetzt werden. Hm. So, das heißt. Oh, Drittstufe. Ups, da wollte ich nicht. Aber den Kampf greift er zweimal an. Und ist einfach nur stärker, ne? So. So, da haben wir eine Getreue von
Diamant, das heißt, wir sollten ihn vielleicht mal mitnehmen, ne? Du kriegst dann irgendeinen Ring halt, ne? So, vielleicht erstmal die Leute hier platzieren. Wen nehmen wir alles mit? Was haben wir denn hier alles? Wir haben wieder Pegasus Ritter, ne? Das heißt Etty oder Alchrist. Lass mal ihn mitnehmen. Ihn haben wir noch keine Action hier gesehen. Du kannst auch mal ruhig wieder dabei sein. Bis Level 9. Alfred. Also alle Charaktere, die nur so Level 9 sind am besten, ne? Ich kann 10 Leute mitnehmen, sehe ich gerade. Wir leveln die Leute, die ich mitnehme, die überhaupt nicht auf. Ich will mal meine neuen Charaktere einsetzen, aber Charaktere haben alle noch voll viel, noch voll stark. So, wer hat Mikaya? Du hast Marv, das ist in Ordnung. Du hast Roy. Wer hat Mikaya? Noch am besten 2 Heiler. Du hast Mikaya. Ja, nicht Mikaya. Ja, doch Mikaya. Warte mal, warum habe ich ihm Mikaya gegeben? Kann auch schon heilen. Wer könnte denn hier schön heilen? Ich meine, sie könnte viel heilen, aber mit ihr will ich wahrscheinlich mehr angreifen. So, tauschen wir mal Roy gegen Mikaya aus. Dann bekommst du wieder Roy, würde ich sagen, ne? Obwohl er ist schon stark genug. Das heißt, irgendjemand anders könnte mehr Gebrauch machen von diesen Level-Up-Dingen, das Roy gibt. Ja, du hast eine Roy hat einen Lanzen, Lance Reaver, ne? Das heißt, effektiv gegen Lanzen wäre eigentlich gut für einen Schwertkämpfer, ne? Aber ich habe ich hier nicht. Das ist ihn natürlich. Er könnte echt davon profitieren, so 5 Level Ups zu haben. So, dann bekommst du noch ein paar Billigringe hier. Physischer Angriff und KP, ja. Und John, irgendwas zum Verteidigen, nehme ich an. Ja, mit uns hier nicht Feral Up Nipples. Das für heilen, aber ne. Auch nicht schlecht. Resistenz, Glück, ja. Nesala. So, Clan. Celica, stimmt. Oh Gott, was hat Celica nochmal? Das heilige Haltung, die ist gut gegen, genau. Teleportragner, mein Gott. Wen gebe ich das denn? Ja. Aber bis auch kurz vor Level 10 sehe ich gerade. Perfekt. So. So alle Bonzenringe verteilt. Ja, ne? So, das Wodau, das ich letztens gefunden habe, hätte ich doch gerne für jemanden. Ich würde schon fast ihn geben, ne? Kann er überhaupt ausrüsten? Ja. Normalerweise konnten halt immer nur Myrmidon oder Schwertmeister ausrüsten, aber anscheinend nicht in diesem Spiel. So, der muss ich noch die Ring, die Ringe, die Bögen geben, ja, damit du ja was reißen kannst. So, du brauchst ein paar Lanzen. Wer hat hier die ganzen Lanzen? Eine Eisenlanze. Mehr habe ich nicht. Wer hat denn den Leichtspeer? Ja, die Leichtlanze. Du brauchst die nicht. Sie braucht das. Oh ja, sie kann noch Donner hier von Clan holen. Eine plus 1 Feuer. Und nimm den Wind hier noch mit am besten. Jean kann ich schon hochheilen, du brauchst kein Heilmittel. Wo Heilung habe ich noch genug, ne? So, dir muss ich noch einen Heilstab geben.
Okay. Ich glaube, wir sind bereit. Du kannst Butchron noch deine Äxte geben. Und zwar den hier. Sind die überhaupt berittene Einheiten? Sieht nicht so aus, ne? No, da sind ein paar. Ja, passt schon. So, wo habe ich gespeichert? Hier, ne? Gut, dann, was ist das hier? Leuchtfall, kann ich damit machen? Keine Ahnung. Dann, also hier können wir ja mit Butchern hin, ne? Schwer, Axtkämpfer da, ne? Wir sind auch Lanzenkämpfer. Ich komme leider nicht dahin. Außer wenn ich den dem Ring von Sigurd gebe. Ah ne, er kann sich hier bewegen. Da kann er einige Leute hier schon. Ja. Okay, Butchon macht sich da auf. Hier haben wir Magier und Pegasus Ritter und Schwer Axtkämpfer. Nein, wo bist du? Ja. Aber ich will Diamant, glaube ich, nach dahin bringen. Ich werde wahrscheinlich sie mit meinem Hauptcharakter auch ansprechen können, ne? Ich kann auch Teleportragner einsetzen und ihn sofort dahin bringen, ne? Okay, wer kann sich teleportieren? Sie, ne? Ich könnte schon direkt hier den ja machen. Ja. Ich komme mich dahin teleportieren. Machst du dem fertig? Ja, kann man so machen, ne? Kriegt auch noch eine gute Idee. Und solange sie nichts vollkommen bescheuertes macht, müsste halt eigentlich klappen. Okay, los geht's. Alles klar, los geht's. Ivy besiegen, schon wieder. So, erstmal machen. Schicken dich hierher. Du wirst ja wohl überleben, ne? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Okay, das sind 20 und 17. Das ist eine Geschwindigkeit von 11, 10. Du überlebst das locker. Warte. Ah, erst kann ich das Gewicht hier leben. Meine erste Folge beim Initiieren des Angriffs. Also kann ich das eigentlich einsetzen, ne? Aber so funktioniert, wie ich mehr denke. So, dann, da komme ich überhaupt nicht hin. Verdammt. Warte mal, du kommst dahin? Ach, wegen wegen Sigurd. Oh. Was schon sagen? Und sagen, warum kann er ihn da erreichen, aber hier die Leute alle nicht? Kann ich da bestimmt kaputt machen, oder? Nee, nicht so aus. Ich meine, das ist ein bisschen offensichtlich, dass ich mich hier teleportieren muss, wahrscheinlich, ne? Ich könnte sie dahin schicken. Sie könnte sich mit dem Rapier hier, sie könnte hier Marv aktivieren und den Rapier einsetzen. Das ist auch nicht schlecht. So, 23. Du hast eine Verteidigung von 5 Schaden nimmst du. Aber ich kann auch volle Möhre da reingehen. Ein Problem ist, ich weiß nicht, ob die dann auf mich zukommen.
Oh, ich könnte hier reingehen. Haha. Bin ich ja total sicher. So. Na, dann mal Axtkämpfer. Da kommen meine Schwertkämpferläden. Ich mach's. Oh mein Gott. Fehlt natürlich wieder ein Schritt, ey. Ein Heiler geht dahin, ein Heiler geht dahin. Ich muss ich eigentlich auch hinschicken wegen den ganzen Lanzenkämpfer. Aber gehen wir mal hier hin. So, und dann kommt hier See. Verbündet sich mal kurz. Sie müsste dann eigentlich erreichen, ne? Mit Teleport Ragnar. Oh Gott, das erledigt den noch nicht mal. Aber ist okay, da drin müsste sie in Sicherheit sein. Ich habe sie aber fast getötet davon. Okay, cool. Maximum. Das letzte Mal so gut geklappt hat, ne? Okay. Second Coming of Kizara und Tales of Arise. Keine Angst, ich bin hier, ich helfe dir schon. Oh mein Gott, ignorieren die mich einfach, ey. Oh nein, jetzt holt die mich. Es hat die Erfahrung eingesteckt, das gibt's nicht. Das war meine Erfahrung. Hi. Autsch. Aua. Aua. Ja, solange sich alle bewegen, sollte ja eigentlich gut gehen. Donk. Okay, ich weiß nicht, ob mir gefällt, dass die Magie sich. Jetzt bin ich gerade um. Wind. Oh, bringt man nicht mal was. Okay, sie wird ihn ja wohl nicht so schnell erledigen. Obwohl. Oh oh. Um mich kümmere ich mich dann. Okay. Ich kann auch den machen, genau. Ich könnte, wenn ich hier in dem Ausweichgölz bin, dann dürfte ich eigentlich gar nicht mehr getroffen werden. Ne? Trefferchance 0%. Der Dolch ist so überpowered. 0%. Sie hat ein Ausweichen von 140. Ne, 100, ne, 73. Na, hat sie 133. Habe ich überhaupt noch jemand dann treffen? Okay, du.
Du kannst mich zu 6% treffen. Also voll überpowered. Ach. So, wir gehen auf dich los. Die Erfahrungspunkte nimmst du mir nicht weg. Ach, hab ich gerade 20 Erfahrungspunkte aus dem Fenster geworfen. Stärke. Was soll ich denn damit? So, ach, man kann ja durch den Wald, sehe ich gerade. Okay, Wutschauen kann ja alle fertig machen eigentlich. Geh doch mal hier rein. Oh Mann. Der Trefferchancen. Okay. So, dann gehst du mal hier rein, würde ich sagen. Ja. 94%, ja, okay, geht. Jetzt erreicht sie Level 10. Oh, Roy mit der Backhand. Das ist nicht schlecht. Denkst du, wenn du bist Starkiller von Star Wars oder Ventus von Kingdom Hearts? Okay, wir gehen hier rein. Lass dich irgendwo positionieren für, ich weiß ja nicht, ob du nichts bekommst, aber irgendwo rein positionieren für Support. Verderben. Warte mal, das war von Sof. Nein, warte, ich wollte dich töten. Verdammt. Ich wollte dich eigentlich töten wegen Verderben. Aber wegen Verderben, ja, von Soft, diesen einen Ring. Oh, ist ja voll nervig. Ah, gut. Dann, ja, dann muss ich den jetzt auch noch mal angreifen. Ja, voll zum Kotzen gerade. Haben wir ja nur einen Zug länger aufgehalten, ne? So, aber du machst ja niemanden fertig, ne? 20, ne? Wenn ihr ein bisschen Schaden nehmen, aber was soll man machen? Okay. Ich merke gerade, ich habe nicht so viele Leute hier oben. Okay, und der ist auch noch am Leben. Ja, und ich sah schon eine Sprechblase gerade. Ach, er kann auch mit sie sprechen. Okay, John, du bist ja gerade ein bisschen. Okay, ich kann den erledigen. Okay, ich will den Magier ehrlich gesagt erledigen. Uff. Hab ihn platt. Sag. Aua. Okay, ehrlich gesagt wäre er, glaube ich, hier wichtiger gewesen. Verdammt. Äh. 19 24 19 mal 2, das sind 8. Okay, überlebt da. Dann war einer. Oh mein Gott, er braucht sogar 2 Treffer. Ah, nee, boah, ich vergaß. Da war ja was. So, kann ich ihn erledigen mit den beiden? Nö. Aber ich kann dich erledigen. Problem ist, John bekommt jetzt gleich eine Menge Schaden wahrscheinlich. Was soll man machen, ne?
genau den hier machen. Nee, wenn immer noch erreicht. Okay, Jaden. Ja, wenn ich dich hier bewege, dann ist Yunaka in der Nähe. Ich meine, hey, Erfahrungspunkte, ne? So. Okay, das ist eine interessante Wahl. Ich könnte schwören, aber wenn zum Beispiel meinen Schützen angreifen können, der sich nicht hätte verteidigen können. Ich möchte es nur mal erwähnen. So, oh, geh bloß weg. Oh nein. Oh, das habe ich mir gedacht. Jetzt wird das jedoch in 1 Million Masch nerviger. Okay, je nachdem, was hier noch so abläuft. Wenn die sich jetzt hier da unten hin bewegt, zu den Typen, ne? Oh mein Gott. Bleib gefälligst hier, ey. Ich hasse es, computergesteuerte Charaktere zu beschützen. So läuft das immer ab. Aber nur weil ich den einen Typen am Anfang erledigt habe, ey. Oh mein Gott, du tust mir jetzt echt an, ne? Ich komme hier nicht vorbei. Mann. Ich komme da nicht vorbei, Mann. Und der Schwertmeister ist auch da oben. Okay, er trifft zu 100%. Okay, ich muss Folgendes machen. Das ist gut, ne? Ja. Na gut, da haben wir wirklich mal hier oben hin. Du wirst ja auch keinen Schaden machen, ne? Du machst 18 Schaden, ist ja gar nichts. Dann gehen wir da rein. Mal der Ämpfe, ne? Festung um sich herum hier. Okay, du fertig. Ich meine, sie jedes Mal. Gerade gesagt, gute Nacht. Okay. Tu mir einen Gefallen und tu nicht Verderbnis aktivieren wieder. Okay. Entschuldigung, bitte. So. Wir gehen hier unten lang, würde ich sagen. So, Mädel da oben. Oh mein Gott, das bringt noch nicht mal um. Oh, da wird er nicht treffen. Okay, wer ist mit dir dann? Treff, treff, nein. Oh. Kann ich mit dem gar nicht machen. Treff. Oh mein Gott. Ich muss wahrscheinlich Dings einsetzen.
Glattens. Weil Magie ignoriert. Wenn ich mich nicht irre. Ja, aber da bringt den nicht um. Doch, bringt ihn um. Oh Gott, ich muss trotzdem zweimal treffen. Okay. Okay. Cool. Okay. Das Problem ist, all diese Moves ja bringen nichts, wenn sie sich ja weiter bewegt. Wenn sie jetzt hier unten hingeht, ne, dann bekommt sie keinen Schaden. Aber trotzdem, bleibt da stehen, Mann. Okay, die bewegen sich dahin. Ah, oh, sie ist zurückgegangen, gut. Okay, cool. Okay, bewegst du dich daraus? Kann er von irgendwas hier überhaupt Schaden nehmen? In der Verteidigung von 22 Eisenschwert, wo da Eisenschwert? Was hat er nochmal? Er hat, glaube ich, ausweichen. Ne? Ja. Ah, ich würde mich gerne in dem Wald da verstecken, aber ich weiß auch nicht, wie nah ich dran gehen kann, bevor sie irgendwie getriggert wird. Ich könnte Louis ja voll reinschicken und er könnte alles fertig machen, bis auf den Magier hier. Der Magier ist das einzige, was hier gefährlich ist. Eisenlanze, Eisenlanze. Kann ich da Magier da treffen? Ja. Ich könnte ihn hier hinschicken und er wird von einfach nichts getroffen. Oder er bekommt Schaden. Muss eigentlich so klappen, ne? In der Zwischenzeit schleichen wir uns da runter. Okay, du hast ein AP verloren. Lass mich das mal korrigieren. Okay. Problem ist, ich werde mich da nicht weiter reinbewegen, wenn ich dieser Schwertmeister da weg ist. Der macht mir Autsch. So. Ach ja, stimmt. Haben sie trotzdem mehr Erfahrungspunkte, weil sie mehrere Ziele antrifft? Nee, ne? Nee, schade. So, er hier. Ich weiß nicht, ob er sich rausbewegt. Aber die sind auch alle in Reichweite, sehe ich gerade. Und die machen gar nichts an Schaden, sehe ich gerade. 14 Schaden. Warten wir erst mal, gehen wir mal hier rein, oder? Ach, schon wieder in Reichweite von allen hier. Ich könnte sie hier rein bewegen, aber nee. Nee, lass mal. Wird sie nicht aushalten. Ist ja irgendwo im Wald, wo ich reingehen kann. Ich kann hier reingehen, vielleicht. Wieder von den Beinen getroffen. Wenn wir Glück haben, machen wir den fertig. Der Typ war nicht so stark. Ah, du hast keine Dings. So ein Langspeer. Ja, verdammt. Na gut, gehen wir hier rein. Alle in die Wälder rein, da sind wir sicher. Ah, du bist nicht in Reichweite von irgendwas, ne? Ah, richtiger Knopf.
So, kommen wir mal zurück. Ja, ne, hier einmal aufladen bitte. So, und er. Und er macht mir selber gar keinen Schaden. Ah, jetzt bewegt er sich. Oh nee. Und der Magier kommt auch näher. Okay, da kommen eine Menge Gegner auf uns zu. Nach, was machst du da? Ah, die Situation hat sich gerade verschlechtert. Oh mein Gott. Er macht ihn so weit von kalt, wenn er ihn einmal trifft. Er doppelt ihn nicht. Und ja, dann machen ihn keinen Schaden, aber Mann. Oh mein Gott, warum musstest du ausgerechnet dich dahin bewegen jetzt gerade? Ich nehme nicht an, ich kann nicht ansprechen. Nee. Die Situation ist kacke. Ich kann Teleportradner schon wieder einsetzen, ne? Aber ich könnte sie hier rein bewegen, da könnte sie hier die Leute hier alle fertig machen, ne? Und dann, wenn der Magier näher kommt. Sie kann ich ja noch positionieren, ja, damit sie irgendwie die Gegner abfängt. Und sie nimmt auch keinen Schaden. Das Einzige, was ich gerade machen kann, ist erstmal sie anreden. Ich würde sagen, ich mit Diamant anreden, aber was soll man machen, ne? Also kannst du einfach nur deinen Namen sagen, muss nicht immer deinen Titel noch flexen. ブロディア王女騎士ジェイデ我が主君ディアマンド様よりお話は伺っております。ジェイディアマンド。私も貴軍の騎下に加えていただきたい。わかりました。よろしくお願いします。ジェイデ。鉄壁の守りで親役に立って見せましょう。隠して騎士は神竜の仲間となった。オッケー。 So, Problem ist, jetzt ist er hier. Und sie wird ihn nicht treffen können. Nein. Kannst du dich dahin bewegen? Nein. Wie mache ich das hier? Ich könnte. So. Okay, ich kann ihn ja nicht frei machen. Wenn er ihn, er macht dann 21 Schaden, ne? Er, obwohl ich könnte ihn eigentlich, er wird dann eigentlich überleben. Er wird ihn nicht doppeln. Er müsste halt sogar überleben eigentlich. Ich könnte auch hier runtergehen, ne? Ja, ne? Ich könnte eigentlich den hier machen. Mache ich eigentlich. Aber ich mache das lieber so. Ach, die können immer noch miteinander reden. Cool. Hier ist aus irgendeinem Grund höher gelevelt als die Person, die sie für die sie arbeitet. Also nicht arbeitet, aber die sie dient. So, jetzt kann ich den ja machen. Jetzt kann ich ihn hier bewegen. Ja, dann die müssen dann noch ein bisschen warten, bis sie mich erreichen können, ne? So, wir können den ja schon mal angreifen. Ja. Er macht null Schaden. Perfekt. Nehmen wir an, ihr seid immer noch nicht rekrutierbar, ne? Oder überhaupt rekrutierbar? Ich nehme an, noch nicht. Na. Cool. Okay, sonst müsste ich ja hier eine Sprechblase irgendwo sehen, ne? So, ihr könnt aber reden. Immer noch. Diamant-sama.
Bringen wir König Moron zurück. So. Ich glaube, die Situation ist jetzt mal entschärft für einen Zug. Aber da kommen noch einige Leute. Und hier bewegt sich noch nichts, außer die Leute hier. Oh, oh. Nee, da wäre ein bisschen zu riskant. So, lass mich dich mal. Sind ja mehrere Leute, die geheilt werden können. Wo sehe ich, wie viele Dinger noch übrig sind? Ein Zug, ne? Dann sollte ich vielleicht großes Opfer einsetzen, ne? Ja, beim nächsten Zug ist sie sowieso weg. Die Verwandlung meine ich. Da kann ich sie wieder mit Jan hochheilen. Und sie bekommt eine Menge Erfahrungspunkte. Nice. So. Habe ich echt niemanden in Reichweite gestellt? Kümmern wir uns erstmal um eine Welle, ne? Die bewegen sich wahrscheinlich sowieso jetzt gleich auch noch, ne? Mir hat hier alles zu erschweren. Aber schaut. Ein AP. Hier fehlt ein AP. Ehrlich. Das gibt's jetzt nicht, Mann. So. Verstärkung für da oben, bitte. So, ich kann mich nirgendwo hin bewegen. Noch nicht. So, sie kann sich wieder teleportieren. Ne, das dürfen wir nicht vergessen. Okay, cool. Läuft. Es geht erstmal die Action ab. Aua. Louis kassiert jetzt erstmal ein paar Erfahrungspunkte hier ab. Ich sehe ihn nicht mehr. Der Typ ist voll stark, ey. Oh, Resistenz. Es gibt dann noch weniger Schaden. Oh, jetzt geht er auf sie los. Macht null Schaden. Mein Gott. Ich habe mich noch an Fire Emblem Fates, wo niemand Abwehr hatte. Und Rinka, die der einzige Tank, die man hatte. In Gänsefüßchen Tank. Konnte nichts aushalten, ne? Oder irgendein Charakter in Fire Emblem Fates, weil die alle keine AP hatten und nichts, ey. So. Ich will dich mal mit Dinge zerlegen hier mit. So, selbst ohne die Verwandlung mit Sigurd. Hält ja voll viel aus. Bitte entschuldigen Sie mich. Da glaube ich gesagt, oh, perfekt, ich habe es vergessen. So, sieht nicht so aus, als könnte ich mit ihm reden. So, was passiert denn? Kann ich mit dir reden? Du hast bestimmt eine Konversation mit mir, ne? Ich bin der Hauptcharakter. Nein, okay. Und steh wieder auf. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen dafür, die irgendwann rekrutierbar sind. Die sagen, oh, ich muss mich zurückziehen, oh. weil genau, ne, weiß schon. So, dieser Magier da ist ein bisschen gruselig. Er ist der einzige, der meinen Tanks hier Schaden machen kann, aber dürfte eigentlich niemand mehr. Doch, sie wird gedoppelt. Wind, das macht 16 Schaden. Sie nimmt 2×10 Schaden, perfekt. Fast ja eigentlich noch. Ich würde mich aber sicherer fühlen, wenn du eine normale Axt hättest. Aber ich habe ja gerade nichts. Oh.
weiß nicht, ob das so nötig war gerade. Hier schon Level 12. Aber okay, cool. Kann man ja machen, ne? Ich wollte eigentlich mit ihr hier den Gnadenstoß versetzen. So, jetzt kommt die Situation aber noch. So, Eisenachs 23 Schaden. Sie hält das aus. Okay, die Situation könnte ein bisschen kniffliger sein. Ich könnte sie hier rein bewegen. Nein, kann ich nicht. hat jemand einen Panzerbrecher, bitte? Ich glaube, mein Hauptcharakter hat einen, ne? Verdammt. Warte mal, du hast einen Rapier. Der greift mit Äxten an. Na, ich glaube nicht. Warte mal, hast du einen Hammer? Hammer, 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 Hammer. Nein, nein. Okay, du kannst damit doppeln. Eisen Großachs. Ich kann auch ihn eben bewegen. Was mache ich eigentlich? So ein Panzerbrecher? Nee, du hast einen Modau. Mach mal den hier, ne? Berittene. Kein Erstvorkampf beim Medizinieren des Angriffs. Beim Medizinieren des Angriffs. Also sonst schon, ne? So, dann. Ich meine, da oben sind wir in Sicherheit, aber die Situation hier unten ist schon ein bisschen gruselig. Ah, klappt schon. So, haben wir noch den 1 HP. Ist eigentlich nicht schlecht. Gibt Erfahrungspunkte. So, und ja, ich nehme an, Selina. Selene. Kümmert sich dann hier um die Leute. Du kannst nach unten gehen mit deinem Panzerbrecher. Du kannst hier unten hingehen. Du kannst hier unten hingehen. Ja, ne, den Rapier. Eigentlich sind wir hier schon gut gewappnet für diese Situation. Sind halt nur so viele Leute da unten. Oh, eine 1%ige Chance. Oh. Ich muss mich um den Magier da oben kümmern. Das ist der einzige, der mir noch alles hier ruinieren kann. Ich meine, die hier, die machen nichts an Schaden. Ich weiß nicht, ich hätte da null Schaden machen. Ich würde sagen, das Spiel ist schwer auf hart. Aha, ich kann ja mal nicht doppeln. So viele Gegner.